zwei unterschiedliche Ölfilter für einen Motor. Die Auflösung in diesem Video. Was haben wir heute für euch auf der Werkbank? Den MAN TGL 2. Naja, der ist vielleicht ein bisschen groß für unsere Werkbank, dafür aber seine Ölfilter. Mein Name ist Kai und das ist unsere Hengstgarage. Viel Spaß mit diesem Video. Unser E427H ist der Ölfilter für den D08 Motor von MAN. Zur Einleitung des Videos habe ich erwähnt, dass es zwei Ölfilter für diesen Motor gibt. Es gibt allerdings nur einen Ölfilter pro Motor. Habe ich euch jetzt verwirrt? Ich schlage vor, ich kläre euch über die Hintergründe auf. Für einige Filter gibt es mehrere Filtervarianten in Abhängigkeit von den Ländern. Im Video zu unserem MAN KSC, die Kraftstofffilter, gab es ebenfalls einen Filter für den europäischen Markt und einen für die übrigen Länder. Ganz nebenbei bemerkt, spreche ich in dem Video über den 446 kp. Das ist der Kraftstofffilter zu diesem Ölfilter, dem E427H. Dieses Video verlinken wir euch ebenfalls oben rechts. Bei dem E427H ist es sehr ähnlich. Es gibt einen für den brasilianischen Markt, das ist der E427H, und es gibt einen für den europäischen Markt, das ist der E427H02. Für beide Filter sind wir der OE-Ausrüster inklusive dem Ölmodul, welches hier auf der Werkbank liegt. Was ist der Hintergrund für die Entwicklung von zwei unterschiedlichen Filtern? Die Filtermedien werden entsprechend der Anforderungen ausgewählt. Hierbei wird die Kraftstoffqualität, die Einsatzbedingungen, der Motor sowie das gewünschte Wartungsintervall für die jeweilige Region berücksichtigt. Je länger beispielsweise das geplante Wartungsintervall gewählt wird, desto hochwertiger muss das Filtermedium sein. Hier kommen beispielsweise Faktoren wie chemische Beständigkeit und Staubspeicherkapazität ins Spiel. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall funktionale Aspekte, die eine große Rolle spielen. Neben den funktionalen Aspekten gibt es aber noch weitere Faktoren. Hier kommt auch die Nachhaltigkeit ins Spiel, wie zum Beispiel die CO2-Bilanz. Manchmal kann es Sinn machen, Filtermedien lokal zu beschaffen, sodass wir uns lange Transportwege per Schiff oder per Flugzeug sparen. Für viele Anwendungsfälle und Aspekte können wir als OE-Entwicklungspartner auf unterschiedliche Filtermedien zurückgreifen, um den Motor optimal zu schützen, den besten Reinigungseffekt für das Motoröl zu erzeugen und dabei immer die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten. Neben dem Ölfilter haben wir auch das Ölmodul für MAN entwickelt. Das Ölmodul umfasst einen Wärmetauscher sowie Ventile. Das Modul selbst wird bei uns in Nordwalde nach dem Aluminium-Druckgussverfahren hergestellt. Unser Filter und unser Ölmodul wurden in Deutschland entwickelt und auf unseren Prüfständen validiert. Diese Filter sowie unsere weiteren Hengst-Serviceteile bekommt ihr in der gewohnten Erstausrüstungsqualität. Weitere Informationen zum Produkt und weitere Filter für eure Fahrzeuge findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. In unserem Online-Katalog auf hengst.com haben wir euch alle Hengst-Produkte für eure Fahrzeuge aufgelistet. Der Link zum Online-Katalog ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet einiges über unsere E420H-Filter lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie dann dort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis bald in der Hengstgarage.